Hi und schön, dass du eingeschaltet hast. Als erstes möchten wir euch allen ein gesundes neues Jahr wünschen. Vielleicht gehen ja ein paar eurer Träume in Erfüllung. Wir drücken euch jedenfalls ganz doll die Daumen. In dieser Folge wollen wir euch einen kurzen Einblick in unseren Alltag geben und zeigen, wie in etwa so ein Tag bei uns aussehen könnte. Als erstes müssen wir immer erstmal einheizen, damit es warm wird. Da wir morgens in unserer Küche nie mehr als 4 bis 5 Grad haben, jetzt wo es draußen so kalt ist. Wenn es dann langsam warm wird, machen wir es uns in der Küche gemütlich. Der ein oder andere kennt das ja schon von uns. Wir toasten unser Brot immer auf dem Ofen und das funktioniert ganz wunderbar. Apropos Brot. Ihr habt uns in den Kommentaren nochmal gefragt, wie wir eigentlich unser Brot backen. Tatsächlich hat Laura dazu mal ein richtig cooles Reel auf Instagram gemacht. Das verlinke ich euch hier oben. Wenn ihr darauf klickt, kommt ihr direkt zum Rezept. Wenn ihr dann noch Fragen habt, einfach nochmal kommentieren. Viel Spaß beim Nachbacken. Außerdem, wenn ihr mögt, folgt uns doch gerne auch auf Instagram. Da bekommt ihr nämlich täglich frischen Content von uns. Und falls ihr es noch nicht getan habt und euch das Video gefällt, abonniert gerne unseren Kanal auch hier auf YouTube und lasst uns gerne ein Like da. Kaffee darf natürlich nicht fehlen, das ist ja klar. Nachdem wir alles fertig haben, wird, wenn es die Zeit zulässt, in Ruhe gefrühstückt. Nach dem Frühstück spielen wir meistens zusammen mit der Kleinen noch etwas, bis sie müde wird. Und dann gehen wir auf unsere geliebte Spazierrunde nach draußen. Auch bei minus 18 Grad. Es ist ein so befreiendes Gefühl, jeden Tag rauszugehen und vor der Haustür diese Berge, diese Natur zu haben und zu fühlen. Aus Berlin sind wir da was anderes gewöhnt. Und auch die Kleine scheint es sehr zu genießen. Die Eltern unter euch werden es wahrscheinlich so ein bisschen kennen. Der Mittagsschlaf ist immer so ein bisschen heilig, weil man da endlich mal so ein bisschen das schafft, was man mit der Kleinen zusammen nicht so gut machen kann. Ich zum Beispiel schneide gerne dann die Videos, mache Bürokratiekram oder mache auch mal sauber. Halt alles das, was alleine einfach am besten geht. Am Nachmittag versuchen wir uns dann gegenseitig so ein paar Freiräume zu schaffen, dass jeder auch mal so einen Moment für sich hat. Ich zum Beispiel war gestern mit Freunden Eisbaden.
Hey, guten Morgen, wir haben geschmeidige minus 14 Grad und ich bin verabredet mit Freunden zum Baden im Fjord. Darauf freue ich mich total. Ich habe das jetzt schon dreimal gemacht. Heute ist das vierte Mal und heute nehme ich euch mal mit. Und es wird auf jeden Fall fresh. Let's go! Ich habe gerade gesehen, wir haben auf jeden Fall Eis auf dem Fjord. Das heißt, da müssen wir erstmal ein bisschen was wegmachen. Der Nebel sieht einfach so, so schön aus. Und das Auto bleibt natürlich an, weil alter Diesel eben schon beim Anmachen genau. Ja, aber herrlich. Es sieht so, so schön aus. Unbeschreibbar. Da sind sie schon. Cool. Durch die letzten paar Nächte ist der Fjord tatsächlich sogar hier zum Teil zugefroren und wir müssen jetzt erstmal einen Weg machen, damit wir überhaupt ins Wasser kommen. Nice one. I hope it's still okay. Das war das. Warum ich euch das hier in dem Routinenvideo mit zeige, ist, weil ich das einmal die Woche mit Jon und Ingo jetzt mache. Und das halt schon seit ein paar Mal und es macht richtig Spaß. Ich bin so pumped gerade. So viel Energie. Aber ich fahre jetzt erstmal nach Hause und wärme mich erstmal richtig auf. Los geht's. Holzhacken gehört mehr als alles andere wirklich zu meinem Alltag. 2 bis 3 Mal am Tag gehe ich momentan in unsere Scheune und hacke Holz, damit es bei diesen eisigen Temperaturen, die wir gerade haben, in unserem nicht isolierten Holzhaus nicht kalt wird. So kriegt es den Ofen und so kriegt es der Ofen auch verbrannt. Es ist wirklich viel Arbeit, aber es ist sehr befriedigend. Ich wollte selbst gerne einmal erfahren, was es eigentlich bedeutet, sein eigenes Haus mit eigener Kraft zu heizen.
Wir wollen heute ein kleines Lagerfeuer machen. Ich habe ja gestern hier schon ein bisschen vorbereitet dafür. Aber dann war die Kleine nicht so gut drauf und dann haben wir gesagt, gut, ey, komm, dann verschieben wir es halt. Und wir wollen heute den Tag ausklingen lassen am Feuer. Und genau, ich bereite das jetzt vor. Die Kleine ist gerade am Aufwachen und dann gehen wir noch einen Moment hier raus und können ja auch nicht so lange draußen sein, weil es echt kalt ist und dementsprechend ist es wahrscheinlich so 20 Minuten für sie total in Ordnung. Und dann gehen wir aber auch rein. Wir wünschen euch eine richtig schöne und gute Woche und wir sehen uns nächsten Sonntag. Bis dann. Bereit mal das Lagerfeuer vor. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Wenn ja, dann lass uns gerne ein Like da. Und wenn du es noch nicht getan hast, abonniere sehr gerne unseren Kanal. Dann verpasst du kein neues Video mehr. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Woche. Hade!